Herzlich willkommen zu Mr. Luke zockt Crusader Kings 3. Jetzt werden erstmal die ganzen Hochzeitsangebote hier angenommen. Ein Räuber von... Die warten doch auf mich. Können keine Armeen aufgelöst werden. Zweite Räuber. Was ist denn hier schiefgelaufen? Ich kriege das hin, wenn ich jetzt... Das irgendwie mit dem zweiten Sammel... Ich habe jetzt noch einen Sammelpunkt geschaffen, weil ich dachte, ich könnte den dann eben gebrauchen, während hier die... Dings belagert wird. Neutrale Armee von Rogaland. Ja, die. Hier alle ausheben. Lokale Räuber ausheben. Kann ich auch noch lokale Räuber ausheben? Das sind einfach mal nur die beiden Champions, oder was? Naja, egal. So. Dann können wir den jetzt hier einsetzen. Haben wir hier was Besseres? Nee. Aber hier. Eigentlich noch eine Frau dabei, die das voll gut konnte? Ne, die Kriegsführung. Nehmen wir mal die. Ist doch was drauf. Erste Räuber. Armeen zusammenfassen. Ah, jetzt geht's. Irgendwie, ja, sorry. Weil das als zweite Armee galt, war das die ganze Zeit problematisch. So, jetzt haben wir die Scheiße endlich fertig. Und... Können hier auf Raubzug gehen. Und je mehr Prestige, desto mehr. Ich erhöhe hier erstmal. Komm. Wir gehen mal hier richtig aufs Ganze. Damit wir auch ein bisschen an Gold kommen. Und überfallen die Scheiße jetzt erstmal. 20 Gold. Haben die hier noch was? Was ist das? Die Siedlung von... warum öffnet der hier eigentlich immer irgendwas? Ich will doch nur lesen. Eine wichtige Festung in Rogaland ist in die Hände meiner Männer gefallen. Wir können nun über enorme Ländereien sowie die zitternden Untertanen und funkelnden Schätze von Häuptling Jellaskin verfügen. Bringt mir endlose Beute. Unlängst geplündert. 30 Beute heißt 30 Gold, oder was? Erhält 20 Jahre. Na komm. Jo, 50 Gold. Alter Schwede. Geil. Okay. Ich bin jetzt etwas konservativ. Ich bringe das erstmal zurück. Damit wir jetzt nochmal richtig investieren können. Auch in die Army. Das dauert ein bisschen, bis sie hier größer wird, ne? Oder wie ist das nochmal? Maximale Größe, volle Stärke in 8 Monaten erreicht. Okay. Beute abgeliefert. Nice, nice. So, das war ein kurzes Vergnügen, aber passt schon. So, und zwar, wir haben
haben doch noch wieder, ach so, Gefangene gemacht. Wer, was kannst du? Na, nix so richtig gut, ne? Eigentlich bringt die mir nichts. Monatliche Kriegsführung, Lebenswandelerfahrung. Lass sie einfach mal im Kerker gerade. Kann ich den noch als irgendwas gebrauchen? Nee. Also ich brauche einen Erzeugwart und immer noch einen Arzt. Und hier Ränkespiel. Aber egal, das ist jetzt nicht so eilig. Wie sieht das mit unserer Frau aus? Was können wir für Kriege erklären? Das wäre hier nebenan. Das ist ganz nice. Die haben deutlich weniger Truppen als ich. Warum können wir das Herzogtum noch nicht erobern? Ruhmstufe ist zu niedrig. Schade. Grafschaft. Ja. Machen wir das doch mal. So, und jetzt? Kann ich eigentlich hier jetzt, weil ich einen neuen Sammelpunkt gewählt habe, ne? Noch zusätzlich eine lokale Armee ausheben? Ne, schade. Lange dauert das denn nochmal, bis die, bis das mehr werden? Ich habe doch eigentlich inzwischen schon mehr Leute. 900 gegen 500. Ja, gut. Okay, wird mit der Zeit mehr. Alles gut, alles gut. Gucken wir mal ein bisschen vor. Jawohl. Das ist jetzt die easy Schlacht. Jo, und dann nehmen wir mal eben unser erstes Gebiet ein, würde ich hier sagen, ne? Oh, schon wieder ein Champion gestorben? Ja, ich weiß, man kann denen auch verbieten, dass die kämpfen sollen. Aber wir sind jetzt noch nicht in so einer luxuriösen Position, würde ich mal sagen. Sieg. Hey, warum haben die noch eine andere Baronie? Das immer so schlecht erkennen. Ist das nicht die einzige Behausung, die die hier haben? So, ich muss die Scheiße noch belagern. Ja, okay. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Okay, ja, wir können unseren Verbündeten rufen, brauchen wir aber auch nicht. Jetzt müssen wir noch 8 Monate lang, obwohl wir ja deren Armee geschlagen haben, 8 Monate lang hier die Dings belagern, um dann 100% den Krieg gewonnen zu haben. Ja, da spule ich jetzt einfach mal fix vor. Ab und zu kommen die dann wieder an. Wir reißen denen den Kopf ab und belagern hier weiter. Jawohl. Konzentrierte Anwerbung. Aufgebotsgröße plus 25.
Durch unsere Ehepartnerin, ja, nice. Komm, sowas von keinen Sinn, was ihr hier macht. Ich weiß, dass ich keinen Erben habe. Hol mal ordentlich hier vor. 23 Tage noch. Fünf, vier, drei, zwei, eins, bam. Und Forderungen können wir durchsetzen. Ich sitze halt immer ein bisschen im Weg, ne? Kann sich hier nirgendwo hinsetzen in dem Spiel. Aber ja, alle Geiseln werden freigelassen. Wir kriegen 75 Ruhm und wir kriegen den Titel. Häuptlingstum von Bela Mörk. Bam. Und haben wir eben, zack, unser Reich hier erweitert. Und wir haben jetzt drei von sechs Besitztümer, also Domänen. Und jetzt müsste das so sein, dass dieses hier, ja genau, jetzt haben wir hier null Kontrolle, ne, weil da erstmal gerade ein Krieg war und so weiter. Und jetzt können wir. Warum kann der diese Aufgabe nicht erfüllen? Ja, dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis das. Ah, jetzt. Mehr Kontrolle in Gemeinde. Und gibt's nicht noch was? Mehr Entwicklung in der Gemeinde. So, dann pushen wir die mal ein bisschen, weil sonst kriegt man da dann keine Steuern. Weil das läuft da jetzt noch nicht so rund. Armee können wir erstmal auflösen, weil das kostet alles Geld und Ressourcen. So. Als nächstes müssen wir eigentlich quasi mal unsere Frau hier beschlafen. 27 ist die. Wie sieht's kriegtechnisch? Rogaland. Ja, oder haben wir eben schon geplündert? Die sind uns unterlegen. Was können wir denn mal noch machen? Eine Jagd ist eigentlich immer gut. Machen wir mal eine Jagd. Oh, ist eigentlich auch egal, wo, oder? Nicht zu weit weg. Falls was passiert. Ach so, unser Komplott wurde eingefroren, weil wir auf Jagd sind, ja. Whatever. So, jetzt gibt es hier natürlich immer so Events. Wir werden Hirsch suchen. Gefahr 3 von 5. Prestige 2 von 5. Wir suchen einen Wolf. 3 von 5 beides. Fuchs. Nee, wir quälen Wolf. Müssen aber die Erfolgschancen noch ein bisschen pushen. Hier kann man aber immer ganz gut auch Leute kennenlernen. Wilderer bestraft. Volksmeinung niedriger. Naja. So, was haben wir hier? Aber das ist mir zu risky. So. Das ist mir zu risky. Na, verlasst meine Ländereien, sagen wir mal. Als kündiger Führer, was bringt. Ich muss die Erfolgschancen erhöhen, verdammte Axt. Missachtete Einheimische, scheiß drauf. Oh, wir reiten los. Hm.
Lieblingstum von Christiani als Bauern wird der Wald verweigert. Volksmeinung nochmal minus 30. Das ist vielleicht jetzt nicht so das Geschickteste, aber die Erfolgschance wird erhöht. Unterstützte Bauern. Oh. Komm für 7. Nehmen wir mal das. 7 Gold ist okay. Na, Jagd gescheitert. Ja, ich bin ein bisschen zu viel Risiko gegangen, gebe ich zu. Aber so verbessert man Beziehungen, lernt Leute kennen und insgesamt kriegt man trotzdem Prestige. Gut, das rechtfertigt wahrscheinlich nicht unbedingt den Goldeinsatz für diese Jagd, aber naja, jetzt sind wir Jäger. Ruhmstufe gestiegen. Ja, allgemein lohnt sich das schon. Wir können Herzogtum von Schlag mich tot schaffen. Ja, dafür brauche ich aber mehr Gold. Kriege kann man natürlich immer erklären. Rugaland. Was machen wir denn mal? Erstmal Pilgerreise. Wir suchen mal immer noch einen vernünftigen Arzt. Haben wir eigentlich einen Karawanführer? Ja, haben wir. Gefangene. Für ein Druckmittel. Was kann der? Ja, geht so. Ist ein okayer Soldat, aber ich will Geld haben. Was macht das, wenn ich den hinrichte? Braucht den nicht rekrutieren. Ja, komm, wir lassen den mal für ein Druckmittel frei. Und die alte. Brauche ich nicht. Kann auch weg. So. Müssen wir natürlich jetzt erstmal von der Jagd zurückkommen. Weiter unsere Frau. Jetzt sind. Ja, wir haben Druckmittel gekriegt, aber halt gegen so eine Pflaume. Auch endlich einen vernünftigen Arzt. Eignung ist schrecklich, Eignung ist schrecklich. Nein, will ich nicht. So. Zugeben, dass wir gefurzt haben. Mögliche Ergebnisse plus 15 Meinung. Zwei Drittel Chance, dass es gut läuft. Na komm. Lief gut. Nice. Jeder Höfling gewann Meinung. Wir können natürlich auch mal zusehen, dass wir Sachen ausbauen hier. Langhäuser. Was könnten wir denn bauen? Märkte. Mehr Steuern. Oh komm, mach ich das doch mal. Dann sind wir jetzt erstmal wieder pleite, aber ist okay. Das ist okay, würde ich sagen. Jawohl. Schwanger, so muss das. Wo könnten wir denn mal plündern gehen, was nicht zu weit weg ist? Macht man sich natürlich auch immer angreifbar. Und wir wurden schon von denen hier geplündert. Was könnten die uns denn im schlimmsten Fall abzwacken? Naja, ist auch egal. Aber plündern sollte ich eigentlich nicht vor der eigenen Haustür. Ich glaube hier. Lothringen? Können wir hier nicht ganz gut was holen? Militärische Stärke 185. Marschall von Ostfriesland? Die Niederlande oder sowas. Irgendwie Geldern. 600. Das sind alles so ein bisschen kleinere. Ich glaube, das mache ich mal. Wir heben hier mal alle als Räuber aus.
Oh, jetzt habe ich hier noch so eine kleine Armee. Ey, kann ich die nicht? Kann ich die nicht mit denen zusammenfassen? Warum kann ich die nicht zusammenfassen? Ja, so, bam. Jo, dann gehen wir mal nach hier. Oh, 18, 7, 5, 12. Da sind auch schön viele nebeneinander liegend. So, komm. Dauert natürlich ein bisschen, bis man da ist, das weiß ich, aber der Braten ist jetzt in der Röhre, sozusagen, ne? Und dann machen wir mal weiter. So, wir stechen in See. Und plündern jetzt richtig, richtig fett. Wenn wir jetzt hier plündern. Ich hoffe, ich riskiere jetzt nicht zu viel. Alter, Ersparnisse im Haushalt. 50 Gold. Nice. Oh, da kommt eine Army an. Zusammengenommen haben die ungefähr genauso viel wie wir auch. Ja. Mal gucken. Hauen aber doch wieder ab. Wobei, ist das ein anderes? Nee, das ist ein anderes Reich. Ostfriesland. Achso, die Ostfriesländer plündern hier vielleicht auch bei. Nee, Ostfriesland bin ich ja, sorry. Ich meine die hier. Ich weiß gerade nicht, wer das war. Westfriesland. Okay. Stadt von Emmen. Wir nehmen hier alles aus. So viel, wie wir tragen können, nehmen wir mit. Bäm, 28. Können wir jetzt noch mit der machen? Ich fahre fort mit meinen Versuchen. Wachen, da ist ein Eindringling im Turm. Und wir beenden das Komplott. Sie gewinnen 10 Meinungen. Erfolgschance. 95 ist doch gut. Na, vielleicht ist sie dann jetzt nicht unser Seelengefährte, aber egal. In Groningen. Schön. Kriegsführungsvorzug. Das ist geil, dass hier so viele Dings hinten nebeneinander sind. Kann man schnell mal eben ein bisschen Gold farmen. So. Pater-Taktiken. Armee-Bewegungstempo, Reisetempo. Sowas natürlich gut. Belagerungseffektivität. Naja, Effektivität heißt das dann auch, dass das schneller geht, oder? Das wäre auch ganz geil. Ich mach mal organisierter Marsch. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Okay, Westfriesland raubt hier auch in Ostfriesland. Oh. Ich habe ja einen Verbündeten und der möchte jetzt, dass wir den im Krieg beistehen. Ah, Junge, ich bin gerade auf Raubzug.
Ich verliere 350 Ruhm, wenn ich das ablehne. Ach du Scheiße, Alter. Wer ist eigentlich der Angreifer? Ach so, der möchte was erobern. Ah, komm, wir nehmen mal an. Aber wir plündern hier erstmal weiter und kümmern wir uns dann gleich darum. Jawohl, da ist unser Erbe. Schönes Ding. Und auch noch ein Sohn als Erstgeborener. Perfekt. Ein guter norwegischer Name. Warte mal. Ich könnte natürlich jetzt auch meinen Bezug zu Uno X und Alexander Christoph aufrechterhalten und sagen, das wird jetzt Rasmus. Also Rasmus Tiller, sagen wir mal. Das ist Rasmus, unser erster Sohn. Den muss ich natürlich auch direkt dann hier als. Wir können ja mal gucken, was bei der Geburt direkt an Bündnispartnern da wäre. Oh, Sigurd. Ja, als Sigurd. Das sind, glaube ich, welche aus Schweden, ne? Mögliches Bündnis. Ja, das wäre natürlich ganz gut. Ist eigentlich auch egal, ob die älter ist, ne? Ist sie die Erstgeborene? Nee, gar nicht. Knut ist ja auch schon irgendwem versprochen. Ne, sieht nicht so aus. Was ist mit der? Warum steht die denn nicht zur Auswahl? Ach doch, da ist sie ja. Demütig gesellig. Das ist die erstgeborene Tochter von dem. Ebenbürtig. Ja. Wobei ist eigentlich auch scheißegal, ob ich. Ob das die Erstgeborene ist oder nicht, oder? Wobei, wenn die älter ist, kann die unserem Sohn vielleicht mehr helfen. Aber der ist natürlich auch eh noch jung und kann nichts. Ach komm, ich nehme mal die. Die heiratet dann bei uns ein. Und wir haben jetzt schon einen Verbündeten. Mit Schlangenauge von Linksbums. Hier, ne? Da. Ja, okay, nice. Nice, nice, das ist gut. Bündnis geschmiedet. Nice. Ich plündere hier nochmal eben kurz den Rest zu Ende. Ja, tut mir leid, Alter, aber wir waren hier gerade dabei. Dann liefern wir die Beute ab. Ich hoffe, uns funkt hier nicht noch jemand dazwischen. Und dann gucke ich mir gleich mal an, was mit dem Krieg da ist. Aber wir fahren jetzt nach Hause. Ich muss ja das. Muss die Beute abliefern. Anders geht's nicht.